Jetzt gehen wir mal in den Duellturm. Ja, jetzt müssen wir erst, wohl ja, jetzt müssen wir zuerst mit der Fähre dorthin fahren, weil wir da waren, waren im Duellturm noch nicht. Ja. Bitte komm an Bord, wir legen bald ab. Sorry für das Gekratze in meinem letzten Teil. Ich hoffe, das Gekratze passiert in diesem Teil nicht. Gehen wir mal da rein. Okay, machen wir mal einen Kampf. Bitte registriere dich bei mir, um einen Kampfraum zu erhalten. Möchtest du jemanden in meinem Kampfraum herausfordern? Ja. 50 und 100. Das heißt. 50 können wir. Nehmen wir mal 50. Aber deine Pokémon sind zu stark, oh mein Gott. Sollen wir jetzt 100 nehmen oder was? Was, Eier sind nicht zugelassen. Okay, also nur. Dürfen nur Weiber spielen. Es gibt zwei Kampfräume. Level 15, Level 100. Nehmen wir mal 100. Was soll's? Wir werden zwar abkacken, aber. Eins müssen wir schon klein kriegen. Nehmen wir Sumpelges, Butalanta und Libeldra. Ja, wir müssen speichern. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich bringe dich nun zum Kampfraum. Bitte folge mir einfach und geh in dieses Raum, in diesen Raum. Jetzt bist du mein Freund. Warum ist alles groß geschrieben? Und los geht's. Oh Gott, gegen Level 100er. Oh nein, X-Bot. Sumpex. Superschall. Wir verlieren diesen Kampf zwar, aber mal schauen, was wir aus dem Kampf alles rausholen können. Es hat sich selbst verletzt, ja. Ah, Überreste. Nee, ja doch. Oh nein, Fliegen. Immer noch für den. Nein, oh, Alter. Hat sich selbst verletzt. Das wird jetzt wahrscheinlich draufgehen, neu Fliegen von X-Bot. Survive, please. Survive. Yes. Nicht selbst verletzen, sonst bin ich wütend. Ach, sehr schön. Volles Blizzard, du Stück Scheiße! So wenig, okay. Ja, immerhin Überreste und jetzt kommt wahrscheinlich eine Flugattacke von X-Bot. Ja, doch, nicht Fliegen. Biss. Okay, was setzt man jetzt gegen X-Bot ein? Ich habe keine Ahnung. Nimm mal die Bilder. Okay. Nehmen wir mal Drachenklaue, anderes Attacken können wir nicht einsetzen. Oh, das hat uns viel abgezogen. Ach, jetzt verwirrt er uns auch noch. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat sich Verwirrung selbst verletzt. Moment, ich versuche gerade mein Headset auf die richtige Position zu bringen. Damit dieses Gekratze weg ist. Ich mach das gerade. Mach das jetzt gerade vom Hinter, also hinter dem Lautsprecher spreche ich rein, damit das Geatme weg ist. Okay, Liebe, das ist jetzt auch tot. Nee, das Headset ist total kompliziert, ich kann es nicht aufnehmen. Das hat hier nur ein Ding, ein Mikrofon und halt noch so ein Ding. Ein Lautsprecher, also wo die Sound, wo der Ton rauskommt. Naja, setzen wir Hyperschall rein. Müssen wir ja machen, anders können wir uns nicht helfen. Klick. Och nee, Citrobeere, oder? Die hilft ihm auf Level 100 wenig. Ihm macht sowohl Spaß, unsere Pokémon zu verwirren. Es kommt Dunkelnebel. Hebt alle Statusveränderungen auf. Aber wir haben keine Statusveränderungen. Aber mit der kann man gut Attacken kombinieren. Butterlander ist nicht verwirrt. Butterlander setzt Fliegen ein. Eros. Superschall, ja. Er macht wieder seinen Spaß. Mit unserem Pokémon.
Es setzt doch Fliegen ein, na endlich, es beendet das. Eigentlich trifft Eros immer, aber bei Xbox fliegt, geht es nicht. Nee, er setzt auch Fliegen ein. Gut, dieses X-Part regt mich auf. Zack. Ja, wir haben es ganz schön geschwächt, obwohl wir nur 60er haben. Aufgerundet. Und okay, wir haben verloren, ist ja tragisch. Im Duell verlieren viele. Es ist normal, dass man mal verliert. Okay. Verpissen uns an diesem Scheißort. Ich will dich nie wiedersehen. Okay, und bis zum nächsten Teil von Let's Play Pokémon Saphir. Servus.